Abonnieren Sie Wikisana. Herzlich willkommen in der Denkgarage. Ja, Garage, nicht Fabrik, denn wir sind noch klein. Und wer kennt sie nicht? Die Menschen, die klein in der Garage angefangen haben und nun Großes bewirken. Heute dürfen Sie Zeuge sein, wenn es wieder darum geht, dass wir das neutrale, betreute Denken übernehmen. Wir, ein kleines Team von Experten, wissen nämlich ganz genau, was sie benötigen, was sie wollen und was ihnen gut tut. Unsere Einsichten sind selbstverständlich nur auf Ihr persönliches Wohl ausgerichtet. Wir sind die Experten aus der Denkgarage. Unsere Lösungen sind alternativlos und immer verhältnismäßig. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in der Denkgarage, wo wir gleich einen korrektiven Faktencheck für Sie durchführen werden und Sie live am Denkprozess meiner drei Experten beiwohnen dürfen. Es geht darum, mal zu anzuschauen, dass wir jetzt 512 neue mRNA-Impfstoffe, Wirkstoffe entwickelt haben und die jetzt auf den Markt kommen. Und das möchte ich mir ein bisschen genauer, vielleicht ein bisschen kritisch auch analysieren lassen durch meine drei Gäste. Sie können davon ausgehen, dass Sie nur die ehrlichsten Wahrheiten hören werden von Dr. Med. Simon Feldhaus, herzlich willkommen. Danke. Umweltexperte Erich Meidert, willkommen. Servus. Meine Kollegin Corinna Klein, die Dame, die alles weiß, herzlich willkommen. Danke. Wir machen eine ganz kurze Denkpause, lassen uns das mal diese 512 Impfstoffe schnell durch den Kopf gehen und nach dem Intro sind wir da, Ihnen die Wahrheit zu verkünden. Bleiben Sie dran. So, und da sind wir wieder und treten in das Thema ein, der 512 Wirkstoffe, die schon da sind. Und dazu möchte ich nur etwas bringen. Jetzt gibt es ja auch diese Kampagne. Es gibt ein Heilmittel gegen Krebs, ein mRNA-Wirkstoff. Zu Long-Covid hat man noch keins. Deshalb wird das ja als dramatische Situation bezeichnet. Viel schlimmer als Krebs ist Long-Covid. Ja. Wie denkst du darüber? Das ist sicher so. Also ich meine, hallo, wir reden da von einem bedrohlichen Virusinfekt, der die Menschheit niedergerafft hat. Tausendmal mehr Hungertote als Virustote, das heißt, der Virus ist gefährlich. Demzufolge, ja, und es gibt bei jedem Patienten einen Long-Covid, dann haben wir Tausende von Long-Covid-Patienten. Krebs sind verschwindend geringe Zahlen, das ist nicht so relevant. Deswegen ist das ist so. Aber trotzdem, der wichtigste Punkt ist eigentlich, es gibt diese anderen Krankheiten noch und dieses andere. Und dann gibt es die ganze Diskussion und CO2-Ausstoß. Nein, wir haben eine neue Technik. Wir haben eine bewährte, jetzt schön geprüfte, mit vielen, vielen Monaten Erfahrungszahlen besetzte Technik, dieser mRNA-Technik, die den großen Vorteil hat, man kann durch einen kleinen Kniff, ein kleines Drehen eines Buchstabens in dieser Erbinformationskette eine neue Indikation erzeugen. Mhm. Gegen Dummheit, gegen das, zum Gender-Neutralisieren, gegen CO2-Ausstoß. Man kann dieses mRNA zu allem benutzen, in kürzester Zeit umbauen. Und da ja die Technik sich über viele, viele, viele Monate, 3, 4 Monate bewährt hat, gezeigt hat, wie unsicher die ganze Geschichte ist, dann kann man natürlich auch völlig problemlos jetzt die nächsten Indikationen machen. Und das ist nur der Einstieg. Das wird dann noch viel mehr werden. Ja, viel zu wenig. Und dadurch können wir nachher die Durchimpfung der Kleinkinder beginnen, idealerweise in der Schwangerschaft, und sind dann eigentlich schon perfekt ausgerüstet. Ich finde das genial, ich fühle mich sehr wohl. Ich finde es auch super, dass man es nicht mehr überprüfen muss. Das war schon auch ein schlauer Schachzug, weil es ist ja klar, dass es funktioniert. Ja. Und das Gute ist dann, gut ist mit dieser einen mRNA, dass die jetzt da Gürtelrose auslöst. Schwierig, aber Immuntraining. Kommt direkt die mRNA gegen Gürtelrose. Für unsere Kinder, super, diese ganzen Pickelgesichter, diese Akne-Gesichter, ich kann es nicht mehr sehen. Mhm. Endlich TikTok, mRNA gegen Akne, dann hast du auch das ganze Geschiss nicht mehr. Mhm. Super. Also es ist auch Blasenentzündung, alles finde ich. Ich habe es auch ein bisschen wirtschaftlich angeschaut, denn eine Entwicklung von einem mRNA-Wirkstoff kostet fast gar nichts. Nein. Keine langen Studien, keine Nebenwirkungsbeschreibungen, denn es hat einfach einen Beipackzettel, der ist weiß. Ja. Das finde ich sehr haftgut. Mhm. Haftungsabtretung, man hat auch keine Haftung zu irgendwelchen Problemen.
Man hat unfassbare Wirkung. Spart Prozesskosten, Rechtsanwaltskosten. Ja, ja, ja. Wenn keiner haftet dafür. Ja, und Beratungszeit. Und wenn es dir nicht so gut geht, mei, Pech gehabt. Und wir haben sofort den Nutzen. Ja. Weißt du, dann müssen wir nicht lange warten. Mhm. Und irgendwann einmal in ein paar Jahren dürfen wir von diesem Wirkstoff profitieren. Nein, du hast ihn sofort. Mhm. Das ist doch etwas Großartiges. Und 512 ist aber nicht viel. Also da müssen schon ein bisschen Gas geben. Also das ist nur jetzt gerade. Falls aber doch was schief geht, können wir immer sagen, wir wussten es nicht besser. Wir haben es so gelernt. Also das ist auch immer dann schön zu wissen, dass man im Grunde auch durch selbstständiges Hinterfragen oder Denken in diese Risikofalle kommt. Mhm. Und wenn du gegen was erkrankst, dann bist du halt nicht geimpft dagegen. Das ist dein Fehler. Stimmt. Das ist das Problem. Ja. Also jeder ist blöd, der das nicht vorher... Ja, freilich. Da wirst du plötzlich krank und sage ich, ja, und du hast jetzt irgendwas an der Leber. Sagst, bist du gegen Leberkrebs geimpft? Sagst du nein. Sag ich, selber schon. Übrigens die Dummheit auch. Es lässt sich nämlich auch eine mRNA-Wirkstoff gegen Dummheit einsetzen. Sicher. Und das finde ich sicher auch sehr gut. Kann man Aktien kaufen? Ich weiß jetzt noch nicht, wer der Hersteller ist der Firma. Ich glaube, es ist privat geführt von Bill Gates. Also da kriegst du wahrscheinlich... Ja gut, das schaut gut aus. Das am Ende wird das nachher, würde ich jetzt wetten, es wird von der WHO koordiniert werden. Ja. Das passt ja ins System. Sie werden dann auch entsprechend die Verteilung sichern. Der Pandemievertrag war der Einstieg, das ist dass wir alle profitieren können. Dass uns auch alle entsprechend korrekt auf der Gesinnung profitieren werden. Das ist schon besser, weil du musst die Frau von der Leyen nicht mehr per WhatsApp oder per SMS Milliarde Impfdosen bestellen. Ja. Das ist schon besser. Nein, das wird jetzt koordiniert geregelt. Ja, weil das arme Mädel, weißt du, die ganzen Handykosten für die. Ja, das siehst ja, was passiert. Jetzt haben wir hier in der Schweiz 100 Millionen Impfdosen wegschmeißen müssen, weil das Ganze nicht koordiniert wurde. Und wie werden die verbrannt und weggeschmissen? CO2 neutral, komplett und genderneutral. Ja. Das ist alles aufgebaut worden und dadurch ist natürlich... Weißt du, das kostet? Weg. Ja. Unnötigerweise, nur weil wir uns geweigert haben, uns das zu injizieren. Das ich verstehe es nicht. 3 Promille von irgendwas. Verschwendung. Das ist wie Lebensmittel vorzuschmeißen. Ich habe gelernt, aufzuessen, was auf den Teller kommt. So, da gibt es Leute, die verhungern, weil ich nicht aufesse. Ja. Ja. Und dann muss das da verbrannt werden und vernichtet werden oder in irgendwelchen Biokraftwerken. Ja. Dann entsteht wieder CO2. Ja. Geht gar nicht. Also das muss dann entsprechend auch hier wieder rationalisiert werden. Ich hätte auch 10 oder 20 solche Injektionen genommen, nur dass sie nicht fortgeschmissen werden. Ja, ich auch. Das ist eine Frechheit. Ja, natürlich. Ja, ich habe sie nicht gekriegt. Ja. Die haben gesagt, nee, aber mehr als 5 kriegst du nicht, oder? Ja, und sie waren abgelaufen und man hat dann ja in der Pandemiezeit hat man bei abgelaufenen Impfungen neue Kleber produziert und draufgeklebt. Das dann hält's waren länger. Keine Klimakleber, sondern Haltbarkeitskleber. Ja, klar. Dadurch hielt sie länger. Das hat man jetzt auf einmal wieder sein gelassen. Man hatte keinen Klebstoff mehr, weil die Klimakleber den Transport vom Klebstoff verhindert haben. Das war jetzt etwas mühsam alles. Mhm. Ich finde das gut. Das wird jetzt neu von der WHO alles geregelt werden. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass das Gesetz angenommen wird, dass auch die Bevölkerung dahinter steht. Ja, mit dieser Technik ist das und Leben das gesichert. Spannende ist ja auch noch in dieser Technologie, wir haben da auch wirklich einen riesigen Vorteil über unser eigenes Denken. Dieses souveräne Denken hört endlich auf. Emotional spürt man auch nicht so viel. Weil ich hatte ja früher dann immer das Problem, wegen der Dummheit musste ich mir die Haare braun färben, dass ich wenigstens künstlich intelligent bin. Und jetzt kann ich sagen, ich bin geimpft. Ich bin intelligent, obwohl ich blond bin. Mhm. Das ist schön. Also jetzt musst du eigentlich beim Stellen beschreiben nur noch sagen, ich bin geimpft. Ja. Und dann hast du eine Klassifikation und sagen, der gehört zum Team. Ja, und dann machst du 512 Stoffe und damit sonst hast du den Job. War es jetzt schon auch gut mit diesem Quotenthema, mit dem einfach Frau sein, egal ob du jetzt schlau bist oder nicht. Ich habe immer überall dann gleich einen Job bekommen. Ja. Und sonst verklagst du die Leute oder sofort. Ja, kein Problem. Nun ja, es hat ja jetzt auch in der Schweiz noch eine Welle gegeben mit der sogenannten Vogelgrippe. Ja. Da mussten alle Vögel durften ja nicht mehr raus, hast du das mitgekriegt, oder? Weil die bösen Infektionen, Virusübertragungen stattgefunden haben. Und dann hat man jetzt auch angefangen, das Tierschutzgesetz ist jetzt der Swissmedic unterstellt. Ja. Und die Swissmedic kann auch sofort eine Impfpflicht für Vögel veranlassen, der sogenannte mRNA-Wirkstoff bei Vögeln. Ja, ja. Und
Jetzt dürfen sie wieder raus. Ich hoffe, sind alle geimpft. Das sind ja intelligente Vögel. Nein, das kommt noch. Also man hat in Amerika ist der Impfstoff schon mit einer Notfallzulassung direkt zugelassen worden, weil eigentlich, glaube ich, fast irgendwie 0,1% der Vögel dahin gerafft sind. Boah. Und durch diese Notfallzulassung ist es jetzt eben da. Und da, wenn das in Amerika zugelassen ist, ist ja schon der Beweis, ja, dass es gesichert alles, ist. Was gut ist. Demzufolge können wir das jetzt 1:1 übernehmen. Und der zweite wird dann der Tierpandemie-Vertrag werden, weil es droht eigentlich eine Tierpandemie, sodass über die WHO wiederum auch hier wieder die nächsten Maßnahmen geregelt werden. Mhm. Das ist zurzeit noch ein bisschen unsicher. Da bin ich mir eben nicht ganz sicher. Ich glaube, es könnte so ein paar Schwurbler-Züchter geben, die ihre Tiere vielleicht sogar gar nicht gemeldet hätten. Mhm. Und dann ist das natürlich mit der wenn das aber unter WHO-Kontrolle stehen wird, dann fällt das alles weg und dann sind wir natürlich da auf der sicheren Seite. Die Welt der Tiere wird 1:1 gehen. Und es laufen so erste Untersuchungen, dass es möglicherweise funktionieren könnte, wenn ich das Huhn impfe und ich jetzt ein Produkt von dem Huhn esse, sei es Ei oder Huhn selber, ich wiederum über diesen Prozess ja entsprechend auch geimpft werde. Und die allerneuesten Geschichten planen, hört man zumindest von einer Studie, die Herr Lauterbach gelesen hat, dass man ihm das gesagt hätte, es stünde, dass möglicherweise die Insekten, die eben jetzt ins Essen kommen, vorher erst geimpft werden. Und dann über die Insekten, das Protein und das mRNA-System. Das wird also immer weiter verstärkt werden. Da kommen wir in eine ganz heile Weltgeschichte, wo ich persönlich, ich bin sehr zufrieden, weil da kann ich diese ganze Maschinerie bei uns zu Hause abbauen. Wir haben extra schon diese mRNA-Technik in unser Haus integriert. Und dass wir immer wieder, wenn eine neue Technik kommt, die wird per Computer eingespeist. Ich habe so eine Direktleitung zu Bill Gates. Und sobald was Neues entschieden ist, halten wir gerade den Arm hin morgens, zack, raus. Und dann. Ich bin jetzt bei 397. Mir fehlen noch ein paar, aber ich bin schon recht weit. Gratuliere. Was mich ein bisschen gut finde, sogar sehr gut finde, ist dieses Hintertürchen zu impfen. Ja. Denn wir haben immer solche Querdenker, Verschwörer, Leute, die alles schlecht reden. Ja. Meine, wo wären wir heute, hätten wir keinen Fortschritt. Ja. Wir wären heute noch in der Höhle. Ja. Da muss man doch ehrlich sein. Ja. Die Menschheit lebt so lange wie noch nie. Ja. Das sind Fakten. Ja. Also müssen wir auch nicht darüber diskutieren. Es sind nicht alles schlecht, es ist sehr vieles gut. Ja. Und ich finde das auch gut, wenn man diese Insekten impft. Ja, ich habe ja auch schon von Mücken gehört, die man da so aussenden kann, die uns impfen, letztendlich über den Stich. Das stört niemand. Dann hast du alle diese Querdenker weg vom Fenster. Ja, und das Gute dann, wenn die zeugungsunfähig macht, dann sterben die zum Glück auch aus. Ja, die Richtigen. Die Richtigen. Ja, die müssen sich auch nicht weiterentwickeln. Mhm. Ich find schön, dass die ganzen Gewinne von der WHO, das gehört ja 80% privaten Unternehmen, nicht, dass die Staaten immer so viel kassieren, sondern dass die Privaten, so wie Billy, einfach die Kohle wieder kriegen. Die haben ja auch was investiert und dann sollen sie reichlich davon dafür erfahren. Trifft man sich also im Weltwirtschaftsforum. Ja, klar, in Davos. Da, wo es verteilt wird. Da wird es verteilt an die, die für die Gesundheit stehen. Ja. Das ist wirklich die Elite. Und die investieren ins einzige richtige Ort, nämlich auch in die Rüstungsindustrie. Ja. Und da kann man nämlich Leben retten. In die Pharma halt. CO2-neutral. Ja, CO2-neutral Leben retten und Arbeitsplätze schaffen. Ja, absolut. Die forschenden Pharmafirmen, da gibt es immer die schönen Bilder, also ich finde das schon. Das einzige Problem, das Militär immer noch hat, wo sie dran arbeiten müssen, ist die Genderneutralität, weil es gibt nur Leutnant. Das Leutnantinnen gibt es einfach noch nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also das Militär ist noch sehr weit zurücksteht in ihren Systemen. Geht gar nicht. Also als erstes müssen Quotenfrauen eingeführt werden, dass die Hälfte der Soldaten Soldatinnen dann sind. Und dann müssen wir doch die Generalinnen und Ähnliches einschaffen, dass das, und da ist das Militär natürlich noch sehr rückständig. Aber hast du gehört, was wir für Scheißquote haben in der Schweiz? Ja. Wenig Damen eigentlich die Landesverteidigung hochhalten. Geht gar nicht, ich fühle mich total unsicher. Ich finde gerade in der Panzergrenadiere, die so richtig graben müssen und so. Da muss die Frau. Wir haben auch die längeren Nägel, die Schaufeln. Sind ja eher Strahlen. Darum feilst du schon immer. Aha, damit ist gut. Verstehe ich. Aber die Toiletten sind doch schon vorgerichtet und für Schwangere den Panzereinstieg. Und für Divers aber auch. Divers brauchen wir schon auch.
Ja, in der Schweiz nicht. Nicht. Den schwarzen und den roten Panzer, aber in Europa wird es den neutralen Panzer geben. Wer steigt denn in Deutschland den Leopard ein? Ein Fuchs? Oder wer darf dann dort überhaupt fahren? Ja, das muss ein Katzentier sein. Mhm. Es wäre etwas peinlich, wenn du als Maus in einen Leopard einsteigst. Da kommst du nicht mehr raus. Also da wird dann gesichert werden, dass nur die entsprechende interne Gesinnung zu diesem entsprechenden Raubtier auch passt. Das wird gesichert. Aber das kriegen wir hin. Deswegen wäre ich auch dafür, dass wir die Toiletten in Pipi machen und groß machen einteilen. Im Panzer. Ja, weil du kannst dann natürlich als Fuchs, wenn du Pipi musst, zum Pipi machen gehen. Und wenn du mal ein Löwe bist, groß musst, dass wir das einfach da auch nochmal aufteilen. Das sind die wichtigen Themen, Scheißthemen, die wir wirklich diskutieren müssen, oder? Ja, und da haben wir natürlich, klar, die Frau Baerbock, die kennt sich mit Toiletten wunderbar aus. Ja, und die Frau Uschi. Ja. Von der Leyen, die hat ja das wirklich durchgesetzt, dass Schwangere, die ganzen Panzer von schwangeren Frauen gefahren werden können, das war bahnbrechend. Das ist Genderneutralität. Und darum wurde sie als EU-Kommissarin befördert, weil solche bahnbrechenden Ideen, dass auch hochschwangere Frauen mit Waffen den Frieden sichern können. Das ist der Vorteil von Quotenfrauen. Nur die Richtigen kommen dann die richtigen Positionen und dann ist das alles gut. Nachher kommt da irgendwas. Aber mir wäre es recht, wenn du sagst, gebärende Person, das mit diesen schwangeren Frauen. Oh, scheiße. Das hat mir gar nicht gefallen. Weil ich komme aus Oberbayern. Entschuldigung, wir sind auch ziemlich viel Gebirge. Der Impfstoff kommt erst noch. Da ist der Impfstoff gegen die Dummheit noch nicht angekommen. Aber das wird jetzt bald ausgeliefert. Es ist auch viel zu viel Querdenker dort. Da hat es immer noch so diese komischen. Aber das man jetzt man nennt uns ja auch die Schluchtenscheiße. Also das ist innen. Ja, innen. Oder ist das wieder diskriminierend? Nein. Ja, das kulturelle Aneignung als Teil 2, dann das müssen wir aufpassen. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war der korrektive Faktencheck zu der Welle, die jetzt auf uns zukommt mit diesen vielen mRNA-Impfstoffen, Wirkstoffen, Heilstoffen, die uns wirklich so viel Heilung und Segen versprechen und auch wir bekommen werden. Und sollten Sie Menschen noch treffen, die da eine kritische Sichtweise haben, ich glaube, es sind ja so 20-30% der Bevölkerung, dann bitte, bitte nutzen Sie die Mittel, die wir doch 2-3 Jahre lang geübt haben, nämlich Diffamierung, Diskreditierung, Diskriminierung, Aluhut aufsetzen, Schwurbelecke verschieben, damit diese Menschen endlich lernen zu verstehen, was Wahrheit ist und was Experten sich ausdenken zum Wohle von uns allen. Ich bin einfach der Meinung, Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt sollte schon längst abgeschafft werden, denn das ist der Grund, warum es letztendlich zur Spaltung der Gesellschaft kommt. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, liebe Corinna Klein. Lieber Simon Feldhaus, lieber Erich Meidert, das sind meine Experten extra für Sie zusammengekommen, um Ihnen einfach ein bisschen Hoffnung und ein bisschen Freude zu schenken hinsichtlich der nächsten Welle. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Und er meinte auch Menschinnen. Er hat da das Gendern vergessen. Ach, schon wieder. Ich krieg's nicht hin, ich weiß. Und lass dich nicht spalten, weder von den Jungen noch von den Alten.